Ey, nicht so weit weg. Was? Ja, das ist flexibel, Digga. Ja. Hey, Junge, da ist eine Schraube. Wie geht das denn? Die Seitenwandschraube, die steht raus. Freunde der Sonne, willkommen zurück. Hinter uns steht unsere Riesenbaustelle und in vier Tagen geht's damit nach Schweden. Das ist der aktuelle Stand im letzten Video. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Wenn nicht, guckt euch das Video an. Haben wir die Schränke gebaut. Die sind immer noch nicht so schön, weil da noch diese ganze Folie drauf ist, aber die sind wunderschön geworden an sich. Wir haben hier die Everlocks drinne und haben hier überall schön die Möglichkeit, da ranzugehen. Hier in der Ecke ist sogar eine kleine Zigarettenanzünderdose verbaut, weil man da zum Beispiel eine Kühlbox laden könnte oder was auch immer. Ich dachte, das macht irgendwie Sinn. Ja, ansonsten, ihr seht, das Lichtkonzept funktioniert auch schon. Wir haben ja eine Lichtsteuerung von Flextronic verbaut, der wir quasi das Licht einzeln schalten und dimmen können. Also zum Beispiel hier die Spots oben in der Decke. Wenn man da jetzt länger drauf drückt, ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann, weil es sehr hell ist. Aber beim längeren Drücken dimmen sie runter. Wenn man nochmal länger drückt, dimmen sie wieder hoch. Das ist richtig, richtig schick. Ansonsten hier in den beiden oberen Fächern, die haben wir ja absichtlich offen gelassen, damit man da einfach ein paar Sachen rein dekorieren kann, wenn man vielleicht, ja, wenn wir auf der Messe sind, weil es ist ja immer noch ein Messefahrzeug, also ein Showcar, das heißt, da stehen dann irgendwie so ein paar Dometic-Produkte drin. Haben wir natürlich auch das Licht, ich habe direkt den Schalter gefunden, kann man natürlich auch dimmen und worauf ich richtig stolz bin, guckt euch mal das Batteriefach an. Das sieht doch absolut stark aus, oder? Ey, das ist so geil, ne? Mit dieser Plexiglasplatte da reingelasert und so. Was vielleicht noch ganz cool ist, was ich im letzten Video, wo ich abgebrochen habe quasi, ist hier diese Anzeige. Wir haben nämlich hier unser Batterie-Controller, der uns zeigt, wie viel Volt wir rausnehmen, wie voll die Batterie ist und so weiter. Das funktioniert und dieses Bedienteil ist auch ziemlich nice, weil man damit den Spannungswandler auf 230 Volt anschaltet und man hier ziemlich gut die Kontrolle drüber hat, wie viel Volt gibt es denn gerade aus, hänge ich am Netzstrom oder hänge ich nur an der Batterie. Wirklich eine geile Sache. Außerdem gibt es hier eine Steckdose und hier gibt es natürlich dieselben Taster auch, womit wir das Licht sowohl von vorne als von hinten schalten können. Ist so eine Wechselschaltung und funktioniert einfach richtig geil. Dieses Flextronic-Produkt, dieser Kasten, der da hinten drin ist, ich zeig's euch mal gerade. Also das da, das ist dieser kleine Kasten und auf den gibt's auch einen Rabattcode tatsächlich. Das ist ein Typ, der das macht, der ist irgendwie so ein kleiner Technik-Nerd und es ist wirklich richtig, richtig geil. Der hat die Teile auch auf Lager mittlerweile, also wenn ihr Interesse habt an genau dieser Lichtsteuerung, gibt's glaube ich in eine 6-fach-Ausführung und in 10-fach-Ausführung. Damit solltet ihr eigentlich alles steuern können in eurem Van. Rabattcode blende ich euch hier unten mal ein, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Und den Link findet ihr in der Beschreibung. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Da unterstützt ihr definitiv einen sehr kreativen und sehr coolen kleinen Technikerkopf. Ja, so an der Stelle erstmal das. Ja, heute geht es um die Küche, Freunde. Wir bauen eine Küchenzeile. Schwerlastauszüge sind hier schon fest im Boden verankert. 1,80 Meter lang und da bauen wir einen Slide-Out. Kommt mal mit. Wir waren, wie ihr es im Intro vielleicht schon gesehen habt, nicht ganz untätig und die Fräse hat schon gearbeitet. Das ist quasi unser Küchen-Slide-Out. Toll, oder? Können wir eigentlich 1:1 so einbauen und dann ist auch schon wieder Feierabend, oder René? Ja. Ja. Guter Plan. Also mal grundsätzlich vom Ding her. Hier soll eine Kochplatte rein, eine Dometic Gas- und Wasser-Kochkombination. Hier unten drunter kommt eine Kühlbox-Schublade hin. Die CD30 von Dometic zeige ich euch gleich im Video noch. Und hier kommt Storage rein. Auf die linke Seite sollen Wasserkanister, in der Mitte bisschen Storage und rechts auch bisschen Storage. Oben wollen wir drei Schubladen reinmachen, dann eine riesenfette Bambus-Arbeitsplatte drauf. Und dann war es es auch eigentlich schon. Wir hauen in diesem Video jetzt mal ein paar Zeittreffer raus, weil wir echt ein bisschen Gas geben müssen. 4 Tage, Freunde. Das hier ist übrigens noch die Seitenverkleidung. Da liegt auch schon was in der Fräse. Das tüftel ich zwischendurch mal so zurecht. Da haben wir eine ganz coole Idee. Hier mit Kork und Pinnwand und so. Aber naja, ein bisschen geil muss es halt auch sein. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir das schaffen. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt und drückt uns die Daumen. 4 Tage. 4 Tage noch und dann ist die Karre fertig, hoffentlich. Ja, genug gelabert. Viel Spaß beim Schauen des Videos und let's go. Hallo. Wir, René und Maike, haben mal hier so einen kleinen Sarg gebaut. Das ist unsere Küchenzeile, Freunde. Und das ist der Lauch. Hallo. Ich wollte mein Wasser auffüllen. Ja, mach. Wo kann ich einfach... Direkt vorne neben dem linken Tor ist ein Wasserauffüllding. Jetzt geradeaus. Nein, links. Links? Ja, deine Ecke.
Komm einfach so ein Loch hier rein von HWK, Jungs. Mensch. Genau, und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das Teil irgendwie in das Auto bekommen und hoffen, dass es zwischen unsere Auszüge passt. Und dann müssen wir uns überlegen, wie schrauben wir das denn überhaupt fest? Weil ich glaube, normale Holzschrauben ist ein bisschen mau. Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen was Geileres nehmen. Aber das gucken wir uns gleich an. Maike, nimmst du die Kamera? Filmst uns mal? Dann schmeißen wir das Ding einfach mal da rein, oder? Ich würde jetzt halt einfach mal gucken. Warte mal. Ich hab's eigentlich. Du kannst nur führen. Ja, warte, dann geht's. Alter, saugend, oder? Ja, so wie es sein soll. Geil. Alter, wir haben einmal was richtig ausgemessen, Junge. Wo hängt's? An den Schrauben. Ja, kannst eigentlich noch weiter. Drück mal. Das sieht ziemlich gut aus. Ja, fertig ist der ID Bus Camper. Wir überlegen uns das kurz und dann sagen wir euch, wie wir das Ding jetzt da gleich befestigen. So, Freunde, folgende Situation. Wir werden mit zweierlei Schrauben arbeiten. Wir werden einmal diese Schrauben hier verwenden für den vorderen Bereich und in den hinteren Löchern werden wir diese Schrauben mit Muttern verwenden. Die halten einfach besser und können auch nicht ausreißen, aber das Problem ist, vorne können wir das nicht machen, weil wir sonst in diesem Bereich hier mit den Schrauben bzw. mit den Muttern landen würden. Und hier ist aber Press wirklich auf den Millimeter genau ausgerechnet, eine Kühlschublade drin. Deswegen geht das nicht im vorderen Bereich. Wir müssen aber die Schienen jetzt nochmal rausholen, weil das Loch, um hier dran zu kommen, ist dahinter. Also seht ihr das? Da ist da so ein Loch. Und naja, da ist halt die Säule im Weg, deswegen montieren wir das jetzt irgendwie vor, dann holen wir die Schienen wieder raus und dann bauen wir das irgendwie wieder ein. Geil, richtig Bock. Richtig Bock. Wird auch gar nicht schwer, das Teil danach. Gar nicht. Ich habe gerade überlegt, ob das nicht theoretisch auch geht, wenn wir nur die linke Schiene vom Boden abschrauben und die rechte drin lassen. Und dann schieben wir die Schiene an dem Schrank entlang wieder hinten rein. Können wir ausprobieren. Okay, also wir haben jetzt die eine Schiene komplett fertig gemacht auf der rechten Seite, die linke nur vorne, haben das jetzt beides rausgeholt. Grundsätzlich, die Schienen sind mit solchen Winkeln in der Bodenplatte befestigt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wir haben aber in Freundschaftswoche, glaube ich, hochgeladen, wo wir gezeigt haben, wie das funktioniert. Und zwar haben wir Einschlagmuttern von unten in die Bodenplatte reingemacht, damit wir die Schienen wirklich nicht nur mit Holzschrauben reinmachen, sondern wirklich durch den Boden durch, damit diese Schwerlastauszüge auch das ganze Gewicht wirklich halten können, weil die Auszüge an sich halten das, die nehmen halt den ganzen Boden mit, wenn sie Bock haben, wenn es vorne zu schwer wird von dem Hebel her. Ne? Nur für euch, für die Information, wir machen das gerade wieder fix, schmeißen das da rein und dann zeigen wir euch, wie es rausslidet. Ey, nicht so weit weg. Was? Ja, das ist flexibel, Digga. Komm mal vor. Du musst schon mitlaufen. Zieh doch einfach, selbst wenn ich nicht mitkomme. Ja, ich. Nach hinten komplett festmachen. Ja, Freunde, oh Wunder! Die Box ist wieder draußen. Weil wir natürlich doof sind. Kannst du mal bitte so eine Schiene holen? Ich kann mal so eine Schiene holen. Guck mal, wir haben hier so eine Ausfräsung reingemacht, weil wir natürlich schlau sind. Und ich mir überlegt habe, ich stehe auf so kleine Gadgets, hier kommt noch eine LED-Leiste rein, sodass wir, wenn wir den Auszug ausgezogen haben, eine Unterbodenbeleuchtung haben. Finde ich richtig smart, nur haben wir fast vergessen. Also nein, wir haben es vergessen. Hier, Schiene. Und die kommt dann hier so rein. Und da kommt ein LED-Streib rein. Und da kommt hier ein kleiner Schalter rein. Ein Touch-Schalter. Und dann kann man das damit an- und ausschalten. Ist einfach das Beste, was man machen kann. Junge, das ist so geil. Guck mal, wie geil das passt, ey. Ja, das mache ich jetzt auf jeden Fall alles noch fertig und dann haben wir uns dazu entschlossen, das zeige ich euch auch noch in diesem Video, weil heute ist nämlich Freitag, wir werden am Sonntag weiterbauen, jetzt ist erstmal Feierabend und am Montag fahren wir in den Baumarkt, so lange lassen wir das auch draußen und holen uns einen Boden, weil wir irgendwie vercheckt haben, dass es total viel Sinn macht, das alles auf den Boden zu stellen und nicht den Boden dazwischen dran zu stückeln, das ist voll dumm. Also holen wir uns erstmal einen Boden, dann machen wir den schick, wir wissen noch nicht, ob PVC oder Echtholz oder Laminat, aber wahrscheinlich irgendwas Leichtes und da ist PVC wahrscheinlich cooler. Ja, und dann fuschen wir uns das da rein, dann Küche wieder drauf. Oh, dann können wir eigentlich auch schon nach Schweden fahren. Das Stück noch, reicht das? Der René, der Stückelprofi. Nee, aber hinten macht es halt eh keinen Sinn, da was hinzumachen. Und das ist gut so. Ja. Nee, das ist okay, René. Danke. Ja. In diesem Sinne, bis Sonntag.
So, Freunde, es ist Sonntagsschicht angesagt. Ja, Mann. Wir haben uns nämlich auf Schichtarbeit verständigt. Das nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. Die Bude muss fertig werden. Es ist Sonntag, dann haben wir Montag, dann haben wir Dienstag. Also wir haben noch 3 Tage, dann muss die komplette Karre abfahrbereit sein. Das ist unser aktueller Stand der Küchenzeile. Die Wände haben wir heute am Vormittag schon gemacht. Die sind schon festgeschraubt. Ja, sind sie. Hat René schon festgeschraubt. Perfekt. Hier, wo sind die Abwassertanks oder die Wassertanks? Hier. Wir werden hier mit so kleinen Tanks arbeiten, was vollkommen ausreichend ist. Aber so rum, ne? Ja, aber mittlerweile ist es egal, wie rum. Ach so, ja, ist eigentlich egal, ne? Ja. Die passen da saugend rein. Einmal Frischwasser, einmal Abwasser. Hier kommt eine Schublade rein. Hier kommt eine Schublade rein. Und dann eine Tür und noch eine Tür. Da kommt unsere Elektroverteilung für diesen ganzen Wahnsinn rein. Und hier, Freunde, ist schon die Kühlschublade eingezogen. Das ist eine Dometic CD30 Kompressorschublade. Und die wird dann nach vorne nochmal rausgezogen. Das heißt, wir haben dann so all in all so 2,50 Meter Auszug. Schon auch groß. Ja. Genau, wir wollten aber mal gucken, ob es passt. Aber es passt wirklich auf den Millimeter genau. Wir werden die Schublade später hier an der Kompressorseite in den Boden schrauben, dann kann die nämlich auch nicht mehr abhauen. So, ne? Und dann passt das auch 100%. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade im Hintergrund hört, die Fräse ist wieder aktiv. Wir haben nämlich eine bambusbeschichtete Platte in die Fräse gehauen und werden damit die Arbeitsplatte gestalten. Da haben wir schon den Ausschnitt für das Küchenfeld und so reingemacht. Zeigen wir euch dann gleich, wenn es fertig ist. René, was machst du jetzt? Wir verständigen uns jetzt nochmal kurz auf eine Schubladenhöhe. Ah ja, genau. Dann müssen wir die Schubladen bauen. Genau. Und noch einen Boden reinziehen. Perfekt, genau, weil das eine Fach soll noch ein kleiner Boden rein, da können wir dann Teller und sowas reinschieben. Wir haben halt das Problem, dass wir diese 10 cm hier von der Schiene leider im Weg haben, mehr oder weniger. Das fällt halt dann alles ein bisschen kleiner aus. Aber es passt schon. Ich glaube, das wird ein cooles System am Ende des Tages. Wir hauen wieder einen Zeitraffer rein und geben Vollgas. Na gut, Freunde, ich habe tatsächlich vergessen, einen Zeitraffer aufzunehmen. Es ist aber gar nicht so wahnsinnig viel passiert, außer, dass die Küchenplatte jetzt drauf ist. Hier wunderschönstes Bambus-Queenply auch. Hier müssen wir natürlich noch Kanten bearbeiten, Kanten fräsen und so. Aber was viel wichtiger ist, das Kochfeld passt rein. Denn das hier ist wie im Ducato auch eine Dometic-Gas-Spülkombination. So sieht es dann aus, wenn es ausgeklappt ist. Einmal Gas und einmal Wasser. Vom Wasser direkt in die Kanister. Und René hat hier so ein paar Anschläge schon montiert. Hier kommt ja noch ein Boden rein. Die Anschläge müssen wir dann noch dran machen. Ja, und außerdem haben wir uns dazu entschieden, dass über die Schublade, also über die Kühlschublade, noch eine Schublade reingeht für Besteck. Weil das ist auf jeden Fall sonst ungenutzter Raum. Und hier müssen wir natürlich ein bisschen Luft lassen wegen den ganzen Gasanschlüssen. Aber hier passt auf jeden Fall noch eine Schublade rein. Finde ich auf jeden Fall sehr smart. Und die ganzen Schubladen, die liegen gerade in der Fräse, dass die ausgefräst werden. Die schrauben wir dann aber diesmal wirklich im Zeitraffer zusammen. Ja, und dann ist es eigentlich gar nicht mehr viel, außer noch ein bisschen Fronten bauen und so. Und dann können wir den Eumel hier eigentlich schon wieder in den Bus bauen. Wäre da nicht noch der fehlende Boden, den wir morgen am Montag besorgen müssen. Also mal ganz kurz, Freunde. Das hier ist diese Kochspülkombi von unten. Es ist laut Einbauplan so, dass man die Arbeitsplatte einmal stufig einfräst. Das ist übel der Aufwand. Wir hätten das easy machen können mit der CNC. Haben uns aber dazu entschieden, dass wir quasi nur das Gesamtmaß als Ausschnitt nehmen. Ne? Also, dass die Küchenplatte hier reinpasst. Und dann gibt es hier solche schwarzen Gumminöpsels. Die kommen raus und werden durch so kleine Metallpömsels, wie hier hinten in der Ecke, ersetzt. Die da. Und deswegen haben wir jetzt einfach uns so kleine Holzkännchen zurechtgeschnitten, die wir an den ganzen Ecken so befestigen werden, sodass wir später die Kochspülkombi einfach drauflegen können und dann fixieren können. Im Ducato haben wir das tatsächlich gar nicht gecheckt und haben die einfach eingeklebt. Funktioniert natürlich genauso gut, ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache, vor allem wenn du es mal wieder austauschen willst. Und so hast du halt eigentlich keinen Struggle, du musst einfach nur den Ausschnitt machen. Hier hinten mit den Scharnieren ist ein bisschen blöd, da muss man natürlich gucken, dass das alles irgendwie passt, weil die noch ein bisschen rausstehen und so. Aber vom Grundding her ist das eigentlich eine ganz entspannte Geschichte. Deswegen schraube ich die Dinger jetzt hier drauf und dann können wir nachher das Ding einfach einschrauben, wenn wir soweit sind. Musik.
Okay, Freunde, Wochenende ist rum. Wir haben tatsächlich ein bisschen Gas gegeben und im Zeitraffer euch zwar nicht gezeigt, wie wir hier so das Zeug zusammentüdeln, aber gerade eben schon die Schublade für die Küchenzeile gebaut. Schaut mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier mit so einem Dingseinzug. Die geht irgendwie ein bisschen schwer. Dafür geht die perfekt. Schubladen, ne? Das ist immer dasselbe. Aber so ist auf jeden Fall geil. Wasserkanister sind drin. Ich habe mich gestern schon ein bisschen mit dem Stromsetup beschäftigt. Das ist auf jeden Fall ganz witzig, weil ich habe hier einfach so eine Mini-L-Box genommen. Die kann ich dann einfach zumachen. So. Und hier ist quasi die Stromversorgung für für den kompletten Kasten drin. Ich habe mich dafür entschieden, hier so zwei Anschlüsse zu machen. Einmal für 12 Volt, einmal für 230 Volt. Das ist tatsächlich ein ganz geiles System. Die nennen sich Nautrick oder so. Neutrick, genau. Das sind diese Dinger hier. Und die habe ich an so ein Spiralkabel gemacht. Und das werde ich quasi im Bass fest installieren und festschrauben. Und dann zieht sich das quasi mit der Küchenschublade raus. Das ist zumindest mein Plan. Ob das funktioniert, werden wir natürlich dann sehen. René ist jetzt gerade dabei und fräst noch die restlichen Fronten, die wir brauchen. Hier liegt die Arbeitsplatte. Da haben wir auch LED-Stripes reingetan. Wir waren gerade eben im Baumarkt und haben einen kleinen Mülleimer gekauft. Paul, da ist nichts drin für dich. Guck. Da ist nichts drin. Paul denkt einfach, da ist Leckerli drin. Aber da ist nur Klebeband drin. Ja, denn wir brauchen Klebeband, weil wir uns natürlich jetzt um den Boden kümmern müssen. So, hier, ne? Das ist der Boden. Und wir haben uns dafür entschieden, auf schnelle Welle einfach... Paul, da ist nichts drin, jetzt lass das. Menschenskinder. Auf schnelle Welle einfach PVC-Bodenbelag reinzumachen. Wo ist der? Da. Da steht der. Das ist nämlich die leichteste und schnellste Lösung, in so einen Van einen Boden reinzulegen. Eigentlich machen wir ja immer hier so richtige Parkettboden oder Vinylboden oder sowas rein. Aber erstens haben wir die Zeit nicht mehr und zweitens ist es auch einfach zu schwer. Der PVC-Boden in 1,20 Meter auf 2 Meter wiegt halt einfach nichts. Und das ist eine gute Sache. Ich werde den mit doppelseitigem Klebeband reinkleben, dass der fest ist. Ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich die Löcher für den Auszug noch wiederfinde gleich. Das muss ich mir irgendwie markieren. Ja, das mache ich jetzt mal im Zeitraffer und dann... Gucken wir mal, dass wir heute die Küchenzeile da reinkriegen, weil übermorgen geht's nach Schweden. So, Freunde, schaut mal hier. Das ist doch schon mal ein Ergebnis, was sich sehen lassen kann. Der Boden ist jetzt nur reingelegt. Ich muss den jetzt noch festkleben mit doppelseitigem Klebeband und noch ein bisschen anpassen. Und vor allen Dingen hier meine Löcher irgendwie rausfinden. Die markiere ich mir, da habe ich aber einen Plan für. Jetzt machen wir aber gerade mit der Küchenzeile weiter. Das ist unsere Bambusplatte und die müssen wir erstmal drauflegen und ausrichten, damit wir die Zwischenwände der Küchenwand festschrauben können. Guck mal, wie geil das aussieht. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig krasser Auszug. Ja. So, Freunde, der Boden ist final erledigt. Ich habe ihn eingeklebt, habe ihn schon grob zurechtgeschnitten, dass alles passt. Habe auch die Löcher vorgebohrt. Ich hoffe, dass das jetzt alles passt. Ja, und jetzt würde ich sagen, ist der große Moment gekommen. Der Auszug kann einziehen. Klingt komisch, ist aber so. Hier, schön. Ich habe gar keinen Bock, das jetzt zu tragen. Das ist voll schwer, das Ding. Wie machen wir das denn? Erstmal ablegen und dann anheben drinnen. Und bei Schieben geht jetzt nicht mehr. Ist aber eigentlich vergleichsweise leicht. Ich sag, jetzt aktuell hat der so 60 Kilo. Junge, was ein Spießrudellauf, ey. Polly, geh mal aus dem Weg, bitte. Vielleicht sind es auch mehr als 60 Kilo. Okay, geh du mal ganz so dahin. Und jetzt versuche ich da reinzukrabbeln erstmal. Vielleicht kriege ich es so hin. Easy. Gar kein Problem für mich. Ist ja groß, das Auto. Ich muss ihn ablegen. Okay, du ziehst jetzt mal die Schublade raus, ein bisschen. Dass wir den hinten schon mal richtig positionieren können, weil ich weiß nicht, wo ich hin muss. Boah, das ist so gut. Ich komme gerade nicht weiter. Dann schieb nochmal rein. Probier's mal. Ah, nee, fuck. Hey Junge, da ist eine Schraube. Wie geht das denn? Die Seitenwandschraube, die steht raus.
steht einfach eine Schraube raus aus dem Korpus. Wie geht denn das? Ey, guck mal, wie geil das aussieht, oder? Come on, das ist doch einfach nur perfekt. Wie geht das? Warum ist die draußen? Ich weiß es nicht. Kommst du schon dran? Nein. Komplett raus. Fühlt sich komplett falsch an. Aber macht jetzt nicht den Eindruck, als würdest du es nicht halten. Oder? Ja. Kannst du mal die bisschen in die Richtung drücken? Alter Verwalter. Ja, wir haben jetzt hier so einen Verkaufstresen geschaffen, ne? Ja, perfekt. Man will sich da nicht drauflehnen, aber man kann sich da drauflehnen, weil das Einzige, was federt, ist das Auto. Ja. Das ist so wahnsinnig, ey. Das nochmal machen, ein bisschen. Wow. Also diese Auszüge können bis 220 Kilo, so im ausgezogenen Zustand. Und das ist wirklich, wirklich brutal. Jetzt ist das natürlich alles noch relativ hoch, ne? Also ich meine, Kochen und so ist halt hier schon sportlich, sage ich mal. Für kleineren Menschen wird es nichts. Aber vielleicht haben wir da auch noch eine Lösung im Bett. Na, zeig mal die Lösung. Nö. Boah. Zeig ich in dem Video nicht. Aber wir haben eine Lösung dafür. Genau, die Küchenzeile ist natürlich jetzt noch nicht fertig. Hier muss das Kochfeld noch rein. Hier muss die Küchenschublade rein. Hier müssen noch eine Blende und eine Schublade rein. Die Türen müssen noch dran. Ich würde sagen, wir dengeln uns das jetzt alles mal zurecht und zeigen euch einfach das Ergebnis, weil wir jetzt keine Zeit mehr haben zum Filmen. Wir müssen Vollgas geben, aber ich will es jetzt einmal selber reinfahren. Mal gucken, ob es funktioniert. Digga, das ist einfach perfekt. Und wisst ihr, was das Allergeilste ist? In diesem Ausbaustadium passt halt locker mein Cake noch hier rein. Also mein Elektromotorrad. Ich weiß zwar nicht, ob das vom Gewicht her noch hinhaut, aber... Und sonst muss der René halt zu Hause bleiben. Das ist okay. Nein, das ist keine Option. Schön, richtig geil. Gut, bis gleich. Okay, Freunde, es ist Zeit, die Kühlschublade einzubauen. Wir haben sie euch kurz ja schon mal gezeigt, das ist eine Dometic CD30. Und normalerweise oder ganz oft werden die in so Bars eingebaut, also in Hotels, weil die halt super kompakt sind. Und wenn die in Schränke verbaut werden, sind hier so Winkel dabei, die man hier an die Seite schrauben kann. So zum Beispiel. Das Ding ist, dass wir unsere Schublade jetzt sehr, sehr schmal gebaut haben, dass sie quasi auf Press da drin ist, also nach rechts und links nicht weg kann. Deswegen werden wir, wenn die Schublade gleich da drin steckt, hier die Löcher nutzen, die auf der Rückseite sind, und werden Schrauben unten in die Bodenplatte hauen, damit die einfach nicht durch die heftige Fliehkraft des Basses nach hinten rausgeschleudert wird während der Fahrt. Kann sie sowieso nicht, weil da ist eine Heckklappe davor, also die kann nicht weg. Aber naja, damit sie zumindest mal fixiert ist. Genau, ansonsten muss man nicht viel beachten bei der Kühlschublade. Plus und Minus anschließen ist natürlich ganz wichtig. Wir haben irgendwo auch einen Stromanschluss. Ah ja, hier ist er. Da sind die lustigen Käbelchen. Stromanschluss liegt auch schon und jetzt schiebe ich das Ding da einfach mal rein. Junge, dann sieht so wild aus gleich. Geil, ey. Da sitzt das Ding. Und hey, René, hast du Bock auf ein Bier? Ja. Ja, klar. Ja. Ja, immer. Immer. Gar kein Problem. Der Auszug im Auszug. Und das Allerwitzigste ist, hier kommt ja noch eine Schublade drüber. Das heißt, wir haben dann zwei Auszüge. Jetzt können wir hier, während die Küche noch nicht fertig montiert ist, unseren Stromanschluss machen. Ja, und dann hat sich das auch schon. Machen wir mal eben. Okay, also nach einer Hardcore-Nachtschicht gestern und heute Morgen richtig Vollgas. Ich bemerke nochmal, morgen früh geht's nach Schweden, ist der Küchenblock zu 95% fertig. Wir haben alles verbaut. Die Kühlschublade ist drin. Es gibt eine geile Besteckschublade, die René gebaut hat. Guckt euch mal bitte hier die Aufteilung an. Wie geil sieht's denn bitte aus? Also wir haben jetzt hier genug Platz, um alles machen zu können. Also Besteck und so. Das hat er richtig gut gemacht, der René. Und schließt sogar perfekt. Und hier vorne haben wir schon alle Fronten montiert gestern Abend noch. Das ist immer so ein leidiges Thema. Ich hasse Fronten montieren. Aber auch da mit unseren Everlocks Schublade ist am Start. Und wie ihr es vielleicht sehen könnt, wir haben sogar eine LED-Beleuchtung. Und die beleuchtet dann die Schubladen beim Ausziehen und sieht auch noch stylisch aus, wenn man einfach abends draußen steht. Einmal hier unten drunter und einmal ganz unten drunter. Hier, ja, also wir haben quasi an keiner Beleuchtung gespart und ich liebe solche Details. Guck mal, der Schalter dafür. Wie geil ist denn das? Einfach hier, Touchschalter,
Und hier haben wir noch eine 12 Volt USB-Steckdose eingebaut, die ein bisschen schief ist, sehe ich gerade. Aber das ist egal. So, Freunde, letztes Thema, was wirklich wichtig und spannend ist, Thema Kochen und Spülen. Wir hatten ja am Anfang des Videos euch diese wunderschöne Spülkombi gezeigt, Spül-Koch-Kombi von Dometic. Und das ist ja eine Gaskombination. Ich spoilere jetzt schon mal, ich werde euch in diesem Video nicht zeigen, wie wir die Gasinstallation machen, weil wir dafür wirklich keine Zeit mehr haben. Das machen wir in einem extra Video. Aber wir werden natürlich das Wasser anschließen. Das bedeutet, wir haben hier alles schon entsprechend montiert. Wenn ihr das Teil bei Dometic bestellt, ist Folgendes dabei. Einmal der Spülauslass. Da kommt dann hier so ein Riffelrohr dran. Das ist so ein typischer Abwasserschlauch. Und ihr müsst dazu bestellen noch einen einen Wasserhahn. Den gibt es speziell von Dometic, der ist auch so einklappbar. Zeige ich euch gleich, wenn es umgedreht ist. Krux bei der Geschichte ist, wir haben zwei Wasseranschlüsse. Einmal rot, einmal blau, einmal heiß und einmal kalt. Dadurch, dass wir aber nur kaltes Wasser haben und mit einer Tauchwasserpumpe arbeiten, ist folgende Lösung. Wir haben einfach ein Y-Stück genommen, haben beide auf einen Schlauch quasi reduziert und können mit dem jetzt an die Pumpe. So können wir quasi in jeder Stellung das Wasser auf- und zumachen. Man hätte das sicherlich auch zumachen können, aber wozu? Ne? So haben wir auf beiden Stellungen Wasser und das passt. Wichtig zu wissen, diese Wasserhähne, das sind Schalter. Das bedeutet, die Pumpe wird quasi mit dem Wasserhahn an- und ausgeschaltet. Das bedeutet, ihr müsst euch quasi Plus und Minus dorthin legen. Minus muss natürlich irgendwo an Masse gelegt werden, ist klar. Und Plus wird hier mit den beiden mitgelieferten Kabeln einmal getrennt und dann geschlossen, sobald der Schalter offen ist, also sprich der Wasserhahn auf ist. Ja, wir dengeln das jetzt hier rein. Es gibt noch eine Gummidichtung, die hier noch drumherum gemacht wird, um diese Metallkante. Das habe ich gerade schon erledigt. Jetzt müssen wir das da irgendwie reinfuddeln. Das ist ein bisschen mühselig. Und dann ist unsere Küche zu 100%, nein, zu 95, zu 99% fertiggestellt, weil ja noch der Gasanschluss fehlt. Dafür haben wir übrigens auch ein ganz cool ausgeklügeltes System uns überlegt, aber wie gesagt, da gibt es ein extra Video drüber. So, dann nehmen wir den ganzen Klumpabschütz mal, ja, und schmeißen es in die Küche. Wow, das sieht ja toll aus. So, ihr erinnert euch hoffentlich noch an meine Worte. Hier gibt es so Gumminupsis, die kann man rausmachen. Damit wird die Küchenplatte verschraubt. Wir haben dafür hier extra so Halter unten drunter gebaut. Die werden hier einfach nur so rausgepopelt. Und dann gibt es im Lieferumfang mit inbegriffen folgende Accessoires. Und zwar einmal diese Metallhülsen, die kleinen Dinger hier. Und die kommen dann quasi hier rein. So. Und da kommt dann die Schraube rein. So, und die wird jetzt einfach nur da reingeschraubt. Und danach kommt ein anderer Gumminupsi, der ja anders aussieht als der erste. Der kommt dann da wieder rein. Und dann ist die Küchenzeile fest. Nupsi, reingenupsit. Sieht aus wie vorher, nur jetzt in fest. Geil. Und wir haben es geklebt beim Ducato, wir Trottel. Kriegen wir nie wieder raus. Egal. Wir lernen ja auch noch dazu. Jeden Tag ein bisschen mehr. Okay, das sind unsere Wasserkanister. 12 Liter, glaube ich, fassen die. Einmal Wasser, einmal Abwasser. In dem Wasserkanister befindet sich die Tauchpumpe. Für alle, die nicht wissen, was eine Tauchpumpe ist, das ist eine Tauchpumpe. Die ist jetzt aber schon da drin, haben wir vergessen zu zeigen. Es gibt ja eine Tauch- und eine Druckwasserpumpe. Druckwasserpumpe ist ein bisschen größer, ist für größere Wassersysteme auf jeden Fall besser geeignet. Die Tauchpumpe ist aber so die klassische herkömmliche Pumpe und ist halt super kompakt. Genau, Abwassertank ist auch drin. Der Riffelschlauch steckt in dem gelben Deckel. Da haben wir wirklich ein 20 mm Loch reingemacht und den Press da reingemacht. Funktioniert, glaube ich, ganz gut. Und ob es wirklich funktioniert, das sehen wir jetzt. Das ist der besagte Wasserhahn. Und jetzt Wassermarsch. Ja, läuft. Und läuft auch, so wie man das sich hier... Ich muss direkt auch aufs Klo. Ja, geil, passt. Super. Deckel zu, Klappe zu, Affe tot. Nee, wie sagt man? Ist ja auch wurscht. Hier, zack, funktioniert alles. Sieht geil aus. Wir beenden das Video jetzt. War anstrengend genug. Wir haben jetzt noch die Dachzeltmontage vor uns, denn schlafen können wir in der Bude natürlich so nicht. Dachzelt ist ein richtig geiles. Gibt es ein ganz neues von Dometic. Zeigen wir euch aber in einem anderen Video. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt unsere Konstruktion. Wie das alles im Detail funktioniert. Wir haben noch zwei, drei wirklich coole Gimmicks verbaut. Zeigen wir euch dann in der ausführlichen Roomtour. Jetzt erstmal feuerfrei, damit wir morgen früh nach Schweden starten können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl.